Ja, Mann, und ganz kurz, willkommen zur zweiten Folge, Schrägstrich fünften. Und zwar ganz kurz, ich habe die erste Folge zu diesem Zeitpunkt bereits hochgeladen und habe ziemlich großes Feedback erhalten, beziehungsweise großes, vor allem von Black Shark, der das Projekt auch vor längerer Zeit mal vorgeschlagen hat. Es war schon lange bevor wir irgendwas anderes angefangen haben, ist ja auch egal. Jedenfalls, das war der Stand des Mamelukenreichs von mir nach dem vierten Video. Ich habe vier Videos am Stück aufgenommen. Also hier, wie ihr seht, vorgekämpft. Auch hier alles, praktisch alles per Vasallen. Das hier unten war normal annektiert, weil man Äthiopien nur als Protektorat schließen kann. Zypern wurde von Byzanz erobert, dann von Venedig, dann wurde Byzanz annektiert. Oh, von Venedig hier. Dann haben sich Rebellen erhoben, dann hat sich Byzanz auf Zypern erhoben, dann habe ich Zypern erhoben. Das war schlicht und ergreifend dumm. Ich habe einfach nicht daran gedacht, dass es hier als Übersee gilt, weil ich ja keine Verbindung dazu habe. Normalerweise ist ja auch das hier Übersee, das ist nur deswegen nicht Übersee, weil ich eine Verbindung habe. Wenn ich zum Beispiel diese zwei Provinzen verlieren würde, wäre das hier alles auf einem Einschlag Übersee und damit praktisch wertlos. Also das ist immer so eine Sache, die man beachten muss, dass eben hier so eine Kontinentgrenze ist. Und ich bin mich... Ich glaube, sie ist hier irgendwo, also irgendwo hier, wo sie genau ist, könnte man in der Regionkarte nachschauen. Aber Asien, Afrika, genau hier ist der Negev, Judäa, da ist die Kontinentgrenze. Das heißt, wenn die zwei sind so die ultimative Grenze, beziehungsweise die zwei, die vier sozusagen, dann sind es zwei verschiedene Kontinente. Das war so mein erster Anlauf mit der Taktik eigentlich, dass ich versuche stark zu werden und eben versuche mit dem Osmanischen Reich eher Kriege zu umgehen. Eine wichtige Sache dafür war auch mein Bündnis hier, das ist falsch, mit der Krim. Die Osmanen sind auch mit ihnen verbündet. Das ist eigentlich für die KI meistens ein guter Grund, nicht anzugreifen. Denn wie ihr alle ja wahrscheinlich aus eigener Erfahrung wisst, wenn eine zwei Nationen miteinander Krieg führen wird, und eine andere, eine dritte Nation ist mit beiden verbündet, sie schließt sich eigentlich nie dem Angreifer an. Also habe ich zumindest so gut wie noch nie gesehen, vielleicht sogar noch nie. Wenn dann den Verteidiger oder eben gar keinem. Und beim Verteidiger kriegt es ja dann eben auch den Prestige-Hit, weil da wird sie ja automatisch in den Krieg gerufen. Das zeige ich euch deswegen, weil es ist Mittwochmorgen. Ich habe am Dienstagabend die erste Folge online gestellt. Und nachdem wir dermaßen viel Antworten, eine dermaßen große Antwort, muss man fast schon sagen, erhalten habe, dachte ich mir, machen wir es ganz einfach ein bisschen responsiv. Und fangen wir an. Also die Taktik mit möglichst starkem Machtausbau ist nicht falsch. Das ist eine andere Taktik. Der Nordhesse war es genau. Der Nordhesse hat ja auch zwei Kommentare geschrieben, den erwähnt, dass er es offenbar sehr ähnlich gemacht hat. Und damit eben auch durchaus so hingekommen ist, hat man nach 80 Jahren, also 1524, das ist, genau, da hätten wir noch 40 Jahre, da wären wir also auch noch wesentlich mächtiger geworden zu dem Zeitpunkt. Da hätte man noch Algerien, Marokko annektieren und vasalisieren und dann eben integrieren können, weil die Halbinsel komplett gehabt, man hätte sich hier noch weiter ausgebreitet. Hat er eben gemeint, war die mächtigste muslimische Nation. Ist natürlich damit verbunden, dass das Osmanische Reich zum Zeitpunkt nicht irgendwie angreift. Aber das Gute ist eine relativ simple, straightforward, sage ich jetzt mal, Vorgehensweise. Und wie gesagt, ich habe diverse Hinweise erhalten, von Black Shark vor allem natürlich. Und deswegen denke ich mir, versuchen wir es doch einfach mal, wie das anders funktioniert. Und genau. Und so ein Grundgedanke, sage ich jetzt mal, war, dass man weniger versucht, seine Macht hier unten auszubauen und die Osmanen aus dem Weg zu gehen, sondern mehr versucht, die Osmanen, ich sage jetzt mal, früh zu schwächen. Und das ist, denke ich, auch etwas, was gut mit Sicherheit funktionieren kann. Offenbar hat es ja mal funktioniert. Und das ist auch, dass man ausprobieren kann. Eine Sache, die ich hier auch ein bisschen zeigen werde, jetzt habt ihr von mir... Ich bin relativ sicher, dass ich es von mir noch nicht gesehen habe, weil es eigentlich eine Sache ist, die ich normalerweise nicht mache. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich es mal erwähnt habe oder nicht. Und zwar geht es zum Beispiel darum, zum Beispiel an Nationen wie Serbien oder gut Karaman könnte man auch einen Anspruch fingieren. Oder auch Kanda wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit.
Wobei Kanda vielleicht schon wieder zu wieder groß genug ist. Und zwar, obwohl, eigentlich nicht. Egal. Und zwar geht es darum, dass man Kredite vergibt. Kredite vergeben ist eine allgemein recht selten. Sieh mal, wie selten ich das mache. Darlehensangebot, genau. Recht selten eingesetzte Sache. Kramer Menü, ich kann Darlehen. Ach, haben sie es mal geändert. Oder machen oder checken sie das erst später im Spiel, dass sie eins brauchen. Also es geht prinzipiell geht's darum, dass man eben der KI Darlehensangebote macht. Und die sie wahrscheinlich nicht bezahlen und dann eben den Kriegsgrund, der daraus entsteht, nutzt. Aber es kann sein, dass sie das mal verändert haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob. Ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass da irgendwas in meinem Kopf sich melden würde, von wegen da war was, aber es kann gut sein. Und genau. Ich denke, dann fangen wir im Großen und Ganzen erstmal an und schauen einfach mal, wie wir das anders machen können. Wir haben sehr schön. Dann haben wir hier Stabilitätskostenmodifikator. Okay, obwohl, was habe ich hier unten? Ah, kein Moral dieses Mal, die kann ich nicht mehr leisten können. Das ist schade. Aber Moral kriegen wir auch durch Prestige und Pietät. Das ist auch so eine Sache, was ihr ja vorher gesehen habt. Ich hatte über 90 Prestige, ich hatte volle Pietät durch die ganzen Kriege hier. Das ist auch etwas, was man durchaus bedenken sollte. Wenn man eben überlegt, ob man eher so eine etwas aggressivere Schiene fährt. Fein. So. Im Großen und Ganzen denke ich allerdings, dass zumindest Tunesien vasalisieren und Tripolitanien freilassen zumindest auf Dauer nicht falsch. Wie gesagt, allgemein hier unten Macht sammeln ist nicht direkt falsch, ist einfach eine andere Möglichkeit. Okay, ansonsten. Ich überlege nur gerade, ich glaube, einen Stabilitätsverlustkrieg führen wäre jetzt hier auch eher nicht direkt sinnvoll. Man könnte jetzt einen Anspruch auf Dulkadir fingieren. Man könnte gleichzeitig einen auf Aldana fingieren. Dann könnte man auch auf Erzerum einen fingieren, sobald man Dulkadir erobert hat. Und dann eben hier Al-Qunlu vasalisieren. Und genau. Könnte er Serum auch erobern, um eben dann auf Kanda sich auszuweiten und dann eben wieder den Osmanen hier sozusagen ihre Ostexpansion abzuschneiden. Ist natürlich dann die Frage, wie früh sie gegen uns vorgehen werden, ob wir damit dann überhaupt ordentlich zurechtkommen oder ob wir dann eventuell auch einfach in der Lage sind, sie wirklich klein zu halten. Hier ist auch übrigens so, wir haben ja hier Prestige gewonnen, weil hier einfach auch teilweise Schiiten dabei sind. Natsch ist zum Beispiel, glaube ich, auch Schiiten. Ah, nee, doch, sogar sunnitisch. Warum hast du mich da mal, du mich als Rivalen gesetzt hast? Sehr verständlich. Hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Wie ist es eigentlich mit Tunesien? Ah, du hast den eigenen Untertanen, deswegen kannst du ja gar nicht genau. Nationen, die einen Untertan haben, können auch nicht diplomatisiert werden. Immer wichtig zu merken. Ah, genau, das heißt, es sind nur die unten die Schiiten. Aber die anderen kann man theoretischweise alle diplomatisch vasalisieren, wenn man es drauf anlegt. Unter dem Gedanken ist übrigens dann auch durchaus mal eine Idee, die man sich oder ein Gedanken, den man sich machen kann, ob man nicht versucht, diplomatische Ideen zu nehmen, um eben hier seine Möglichkeiten für Vasallen auszubreiten und damit eben auch sich da weniger einzuschränken. Oder vasalisiert man Dulkadir? Ja, aber über Dulkadir kriege ich halt einen Kriegsgrund gegen Erzerum. Adana hat mich leider als Rivalen genommen.
Karaman könnte man wieder versuchen, diplomatisch zu vasalisieren. Karaman hat auch den großen Vorteil, dass sie hier Provinzen halten. Kann man wieder Vasallen, auch hier kann man wieder Vasallen füttern. Ich denke, wir werden versuchen mit einem Diplo-Vasall gegenüber Karaman. Und vielleicht Dulgo, die habe ich da zwar kein Bündnis dafür, das ist mir jetzt gerade egal. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Man lernt nie aus. Sidon. Mhm. 50, okay. Dann mache ich erstmal dahin und dien du zwischenzeitlich als Sicherung. Einen Moment. So. Dann die Handelsflotte ist deswegen, wird deswegen genauso benutzt. Und die andere werde ich einfach mal hier hochfahren. Wozu ich sie benutzen werde, sei mal noch dahingestellt. Sind wir erstmal ganz faul und machen das hier. Ha. Nicht, dass es ernsthaft was bringen würde. Also stimmt, Sidon. Dann natürlich gehen wir sehr schnell zumindest auf unser Truppenlimit. Denn das ist eventuell durchaus, das waren keine Söldner, oder? Dann ist es natürlich durchaus wichtig, wenn man natürlich auch sagt, dass man früh den Osmanen guten Grund geben will oder guten Grund gibt, angegriffen zu werden. Dann sollte man dementsprechend eben auch handeln. Du tratest meinem Bündnis bei. Dann wirst du auch in die Staatsseher eingehen, wärst du wahrscheinlich vorher auch schon. Der Anspruch gegen Dulkadir ist viel zu langsam. Ah, ich hätte den Spionage-Offensiv-Typen nehmen können vorher. Vor allem brauche ich das hier. Ich will danach gegen Iserum fingieren. Zypern, Ramazan, Johanniterorden. Ramazan will ich nachher angreifen, von daher ist es eigentlich auch durchaus eine Möglichkeit. So, Gegenfrage. Ist es jetzt eigentlich, genau, jetzt warten wir erstmal, bis wir wieder was tun können. Ja, einen Moment. Zu kurze Laufzeit. Darlehen zu teuer. Aber ich komme ja nie daran vorbei, dass sie eben keins brauchen. Also ich bin mir jetzt eben nicht sicher, ob ob sie es einfach geändert haben, dass es eben nicht mehr möglich ist, so wie es früher war. Tatsache ist, ihr habt das gerade gesehen, ich benutze das eigentlich nicht. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, einen Kredit zu vergeben, damit er nicht zurückgezahlt wird, um dann Kriegsgrund zu kriegen. Das ist auch eine Geschmackssache, ob man sowas jetzt benutzt oder nicht. Wie gesagt, ich tue es normalerweise nicht. Deswegen kenne ich mich da jetzt auch nicht wirklich aus. Und genau. Ah ja. Wie nah sind wir dran? Zwei Truppen noch. Karakunlu und Osmanisches Reich geben uns direkt Kriegsgründe. Das ist im Augenblick vollkommen uninteressant. Krim ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wird mir zwar einem Krieg gegen die selber natürlich erstmal nichts helfen. Akkunlu und Georgien führen Krieg.
Gut, meine Hoffnung besteht natürlich daraus, dass jetzt Akkunlu diesen Krieg irgendwie gewinnen würde, aber ich kann es natürlich nicht wissen. Aber wenn Karakunlu, aber wenn sie gegen beide Krieg führen, dann sollten sie normalerweise. Ja, gut, jetzt das sollte die Krim doch durchaus verlieren. Ja, mein Kriegsgrund kriegen mich. Welchen denn? Ach, weil ihr Horde seid, oder? Horde, ja. Es hält ja nur eine zeitlich begrenzte Zeit, von daher warte ich da eher ein bisschen. Okay, währenddessen können wir auch kurz mal das hier machen. Ich kann es noch wesentlich weiter runterziehen, aber ich bin da immer ein bisschen paranoid. Wie geht es in Libyen aus? Hat im Augenblick kein Revoltenrisiko. Wir haben auch schon einen Eroberungskriegsgrund gegen Dhul Qadir. Womit sich das hier nicht gelohnt hat. Aleppo hat 29, das ist in Ordnung. Habe ich das jetzt hochgezogen? Dachte ich, es mir doch irgendwas, da was war. Wieder Zypern erobern, großer Fehler, bringt einem überhaupt nichts. Ah, was, weil ich gerade hingeschaut habe. Ich habe einfach keine. Das sind entweder ich führe einen Krieg gegen Venedig, den ich nicht haben will, oder ich. Ist mit Karaman verbündet. Dann war sie. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen. Gut, schauen wir erstmal, ob sie ihnen überhaupt helfen. Das wird unter Umständen etwas problematisch. Mir helfen sie nicht. Ja, ansonsten kann ich sie halt wirklich dann dadurch kriegerisch vasalisieren, was zwar nicht mein Ziel war, aber dann kann man da halt auch nichts machen. Dann machen wir das schnell und brutal. 25. Januar, 25, 21. Januar. Karaman macht mit. Der Typ kommt zurück, das ist in Ordnung. Schlacht am Dingmeer ist vorbei. Bumm. Man muss da nicht mehr zurücklassen als nötig, weil die auch nur alle Zermürbungen kriegen. Das kann man über Militärzugang auch tun. Hat den Vorteil, dass man eben nicht vom Schiff aus kämpfen muss, was natürlich erstmal eine bedeutende Ersparnis bedeutet. Hier kann man zwei Infanterie zurücklassen, weil wir als Muslime ja 80% Kavallerie haben dürfen. So, nachdem sich das mit Karaman hier unten erledigt hat, will ich mich, wie gesagt, immer noch mit Gekrim verbünden. Ja, hätte man sogar auf 17 runtergehen sollen, weil da ja die 3 sind. Das war jetzt natürlich wieder etwas unbedacht. Dann fingieren wir hier mal einen Anspruch auf Adana. Denn die haben mich als Rivale. Ah, sie haben sie mich gar nicht mehr. Ach, sie hätten sie mich nicht mehr als Rivale. Die hatten mich vorher mal als Rivalen. Könnten wir versuchen, die diplomatisch zu vasalisieren? Oder wir benutzen es einfach aus, dass wir dann eventuell, dass wir da auch einen Krieg über Kanda kriegen und ja auch Kanda vasalisieren können. Wie ihr seht, wir werden auch unsere diplomatischen Beziehungen unter Umständen einfach mal überschreiten. So, ansonsten können wir hier unten anfangen. Also Tunesien haben wir gesagt, geht nicht. Wir können auch versuchen, Kanda diplomatisch zu vasalisieren. Dann muss ich mal überlegen, wie ich das im Krieg mit Adana mache und wann ich den jeweils führe oder ob ich jetzt einfach vorher noch schnell versuche, Kanda diplomatisch zu vasalisieren, weil dann kann ich Adana natürlich angreifen, ohne dass sie mich angreifen. Dann probieren
Gehen wir das doch einfach mal. Der Vorteil ist, wenn ich Adane angreife und da auch in den Krieg gerate, dann müssen ja, wenn dann sie die Staatsehe ignorieren und nicht ich. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass Akunlu hier jetzt nicht unendlich groß wird. Das ist, diese Events sind natürlich wichtig, weil die jetzt dadurch, dass ich, ja, wir kriegen sogar trotzdem recht viel Pietät zusammen. Weil man halt schauen muss, je nachdem, wenn man, gut, ich finde jetzt trotzdem noch Kriege, aber nicht gegen Schiiten in Arabien. Bei dir weiß ich es gerade gar nicht. Ne, sind auch Sunniten. Die Osmanen haben Albanien eigentlich und holen sich jetzt Byzanz. Das war auch nicht anders zu erwarten. Drei Regimenter in Suakin oder Suakin bekommt Steuersenkung. Minus 10%. Ich hätte eigentlich gerade Truppen zu entbehren. Suakin, Suakin, Suakin. Drei Regimenter kann man auch schnell niederschlagen. Einerseits reden wir von einer 2er Grundsteuerprovinz, was soll's. Okay, sie haben sich nur eine Provinz geholt. Damit sollten sie weiterhin vasalisierbar sein. Da haben sie vor allem gerade ein riesen Rebellenproblem. Schiff, das Handelsschiff, komm doch mal her, ich will wissen, wer das war. Okay. Dulk hat hier gewonnen, aber es ist nicht die. Das heißt, hilft uns noch alleine nichts. Denn wir sind ja noch im Krieg mit Karaman. Macht den Anspruch geltend. Das ist ja geschenktes Prestige. Oh Gott, jetzt wird's peinlich. Ich hatte keinen Beziehungsverbesserer bei denen oben. Das ist natürlich einfach nur falsch. Dann muss ich mir vielleicht tatsächlich überlegen, es anders zu machen. Hier, jährliches Prestige. Bis zum Tod meines Herrschers. Der ist 26. Zahl mal. Ist immer gut, wenn man ein bisschen langsamer Prestige verliert. So, wo war jetzt gerade meine Überlegung? Dass ich eventuell einen Rivalen umstelle auf. Nenne ich auf Kanda. Ich habe Kazan noch nicht entdeckt, aber zum Beispiel auf die Goldene Horde. In der Hoffnung, dass ich dadurch mein Bündnis mit der Grimm kriege. Ach, das mache ich dir nicht, Vollidiot. Dulkadir. Ja, jetzt warten wir mal. Obwohl, nee, das macht keinen Unterschied. Die Machtkosten für Eroberung der Provinzen ist ja wurscht. Genau, es wird also nichts mehr geben, wo mir der Rivalenschatz etwas bringt. Der Rivalenschatz ist unheimlich wichtig, aber ich vergesse ihn sehr gerne, wie ihr alle wisst. Das greift den Jemen an. Wahrscheinlich wird er verlieren. Der Jemen ist nicht schlecht. Das Coolste in der Spiele, wenn der Jemen hier poppt und die ganzen Mamelucken mitnimmt. Alles schon gesehen. So. Ich habe keinen Diplomaten, den ich entsenden kann. Natürlich habe ich das nicht. Okay, dich will ich vasalisieren. Der Rest ist eine Prestige-Geschichte. Schon ein 3 Prestige wegen dem, was ja für mich keinen Unterschied macht.
Ja, können wir, wenn wir wirklich mal einen Krieg gegen die Osmanen gewinnen sollten, hier schon mal 3 Runden an unseren Vasallen abgeben, was natürlich super ist. Serum vasalisieren wird nicht gehen, genau. Hier wollte ich eigentlich, ich will eigentlich Dulkadir annektieren. Okay, der Feind ist fein befestigt zur Kin. Yep. Mit der falschen Kultur war es vielleicht nicht so sinnvoll, aber trotzdem, das kostet mich 50. Ich baue immer gern auf mehr Manpower aus. Dann bauen wir noch eine Sturmkavallerie in Aleppo. Und dann machen wir einen kleinen Schnitt. Und ja, das ist jetzt wie gesagt eine etwas offensivere Taktik gegenüber den Osmanen. Wir werden schauen, ob es was bringt oder ob wir schrecklichst untergehen werden. Muss ich mir noch überlegen, was ich jetzt mit Kanda mache, weil ich kann jetzt Adana angreifen. Kriege hier wahrscheinlich Durchmarschrechnung und kann ich die beiden auch noch vasalisieren. Ich glaube, das ist fast die schnellere Möglichkeit hier. Ich versuche weiterhin sehr responsiv zu sein. Wir können das auch gerne mal etwas responsiver machen. Gott, er wirft mit Fremdwörtern um sich. Dann kann es halt sein, dass ich nicht jeden Tag eine Folge rausbringe, aber mein Gott, dann mache ich halt parallel dazu wieder eine meiner anderen Projekte wieder mehr weiter. Viele mal erst noch ein paar Sachen. Aber das war's für heute. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann, viel Freude. Servus.